Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei unserer Gräfin Heilwig, der es im Moment gar nicht gut geht, wie man sagen muss, denn sie weiß, dass sie bedroht wird. Sie weiß, dass sie umgebracht werden soll und es sind offenbar zwei verschiedene Parteien, die das forcieren. Bei der einen Sache ist sie sich ziemlich sicher, dass es die Rivalin ist, die ehemalige Bürgermeisterin, auch wenn die nicht mehr da ist, aber vermutlich zieht sie von irgendwo noch die Fäden. Aber der andere Drahtzieher, der ist uns völlig unbekannt und das ist schon eine schwierige Situation für sie, zumal sie sehr wenig machen kann. Ihr einziger Trost ist, dass sie eine neue Flamme hat. Sie ist dabei, Berthold zu verführen, der im Übrigen aber auch ihr Leibwächter ist. Und insofern ist das vielleicht nicht das Klügste, wenn sie auf die Idee kommt, ihn in ihre Lustgrotte im Keller zu locken. Wir schauen mal, wie das weitergeht. Aber ja, was können wir noch tun? Was kann sie noch tun, um sich irgendwie zu retten, sich zu sichern? Ich habe mal geschaut, es wäre natürlich noch möglich, einen weiteren Leibwächter anzuheuern, aber Eckehard, also es wäre teuer, wir hätten kaum noch Einnahmen, aber Eckehard selbst ist ganz schrecklich geeignet, außerdem kann er uns überhaupt nicht leiden. Das wäre auch keine gute Sache. Wir haben auch keine Gäste, glaube ich, die wir anheuern können. Das können wir nochmal schauen. Meistens ist es ja bei den Rittern, ja, wir sehen hier keine Gäste da. Oder gucken wir selbst nochmal. Wir haben einen weiblichen Gast, ja, der wird uns da nicht weiterhelfen. Eine Sache ist ihr jetzt noch eingefallen. Und zwar hat sie ja die ganze Zeit gesagt, sie besteht nicht darauf oder hat gar kein Interesse im Reichsrat, im Rat des Kaisers zu sitzen, der ja ihr Liebhaber aktuell immer noch ist. Aber diese bedrohliche Situation kann diese Meinung vielleicht ändern, denn stellt euch mal Folgendes oder überlegt mal Folgendes. Sie kann ja meines Wissens nur als Ratsspitzelin hier agieren und der Kaiser selbst hat einen schlechten Ratsspitzel. Sie ist deutlich besser. Und ich glaube, wenn sie Ratsspitzel ist, dann bekommt sie weitere Vorteile auf Ränkespiel, vielleicht auch noch auf andere Aspekte, bin ich mir nicht ganz sicher. Und das kann dazu führen, dass sie vielleicht etwas sicherer lebt. Ich stelle mir das so vor, dass in dem Moment, wo sie im Rat des Kaisers ist, vielleicht zusätzlichen Schutz bekommt, dass es schwieriger ist, an sie heranzukommen. Aus diesem Grund und nur aus diesem Grund wird sie jetzt einen Gefallen, naja, sie wird, sagen wir mal so, ihren Liebhaber jetzt bitten, ihr einen Posten im Rat zu gewähren. Und ich bin sehr gespannt, ob er das machen wird. Ich werde in den Thronsaal von Kaiser Anselm eskortiert, wo er mir bedeutet, mich ihm zu nähern und ihn anzusprechen. Ich lege meine Fähigkeiten dar, sowohl die bereits unter Beweis gestellten, zwinker, zwinker, als auch alle anderen, die mich zu einem geeigneten Kandidaten machen, der, was? Der neue Ratsmarschall zu sein? Okay, wir können also doch, ach ja, weil wir ja selber Gräfin sind. Okay, gut, das war jetzt nicht der Plan. Stimmt. Die Frauen waren ja sonst nicht verfügbar, weil sie selber keine Titel haben. Aber in dem Moment, wo Frauen Titel haben, sind sie auch für den Rat wiederum qualifiziert. Okay, es lief jetzt nicht ganz nach Plan. Na gut, nachdem er die Ansprache gelauscht hat, lächelt er mich freundlich an und sagt, aber unbedingt Affäre, sagt er zu mir in der Öffentlichkeit. Ich werde gleich meine Leute entsenden, um sich dieser Sache anzunehmen. Na toll. Also Herzog Guglielmo von Toskana, der wird aus dem Rat geschmissen und der mag uns jetzt auch nicht und sie wird Ratsmarschallin im kaiserlichen Rat. Okay, das verlief nun überhaupt nicht nach Plan. Wie skurril ist das denn jetzt schon wieder? Da unten sind wir. Was bringt uns das? Erhöhtes Kampfgeschick? Armee, Goldunterhalt reduziert, Aufgebotsgröße und erhöht und monatliche Kriegsführungslebenswandel. Och Mensch, das! Warum nimmt er uns nicht als Ratsspitzelin? Ich fasse es nicht. Nun gut, jetzt sind wir dort, jetzt müssen wir damit umgehen. Das wird vermutlich nicht das hier verändert haben. Ja, wir haben jetzt keine großen Optionen. Gut, lassen wir die Dinge geschehen. So, was ihr hier seht, sind übrigens arrangierte Heiraten unserer Ritter.
die ich mal wieder eingeschoben habe. Das will ich einfach regelmäßig tun mit zufälligen, landlosen, unbedeutenden Frauen, dass hier ein bisschen Leben an den Hof kommt. Ja, okay, hier hat sogar Herzog Balduin irgendwas zu entscheiden. Soll er gerne. So, und der Kaiser hat hohe Lehnsautorität erlassen. Wir sind nicht verheiratet, das wissen wir. Nun ja, mal sehen, ob wir die Verführung noch erleben. Aber, was sehe ich mit Erstaunen? Die Erfolgschancen haben sich deutlich, deutlich reduziert. Kann möglicherweise dieser Schritt des Eintritts in den kaiserlichen Rat doch etwas geholfen haben? Haben wir vielleicht an Ansehen gewonnen bei den Höflingen? Faszinierend. Sehr faszinierend. Okay, und nun haben wir ihn, Berthold. Vielleicht in den Fängen der Leidenschaft. Mein Ritter Berthold wartet schon ungeduldig auf mich. Mein Ritter kam zu mir, als ich durch die Gärten streifte. Der Duft seiner Haut vermischte sich mit der Süße der Blumen. Es gibt kein Zögern, kein Verweilen, keine Zeit für Sanftheit. Es gibt nur mein Verlangen. Er bekommt eine Gänsehaut, als ich mit meinen Fingern zärtlich über seinen Leib streife. Doch schnell wird die Berührung fester, gieriger. Ich packe zu. Er ließ mich befriedigt und angenehm erschöpft hinter einer Hecke zurück. Okay, gut. Erst einmal, das war zu gut, um es bei einer einmaligen Sache zu belassen. Er wird unsere Affäre. Und jetzt kommt aber der heikle Moment, ne? Der heikle Moment. Also, ich denke, sie ist ja nicht dumm, ne? Klar, sie hat ihre Triebe und so weiter, aber im Angesicht des Todes würde sie doch jetzt nicht den wichtigsten Mann aufessen, so merkwürdig es klingt, der hier wesentlich vielleicht dazu beiträgt, dass sie überlebt diese schwierige Situation. Ah, hat sich hier schon wieder zu Ungunsten geändert. Also, ich glaube das nicht. Sie ringt innerlich stark mit sich. Die Triebe sind stark und die Versuchung ist groß, ihn in den Keller zu locken oder irgendwie unter irgendeinem Vorwand verhaften zu lassen. Aber nein, der Mann ist im Moment zu wichtig und zu nützlich. Vielleicht ist irgendjemand anders da. Wir haben ja jetzt mehr Möglichkeiten. Wie sieht's aus mit dem Ratskämmerer? Aber da hatten wir schon mal geguckt, ne? Das war nicht so einfach bei ihm. 15%, ja. Hier wäre der nächste Schritt ganz hilfreich, wenn wir hier die entfesselte Lust bekämen. Oder gibt es möglicherweise hier... Ah, schaut mal, Komplotte stören, Effektivität ist vielleicht noch hilfreicher. Ja. Um zu überleben, nicht wahr? Wahrscheinlich sollten wir in diese Richtung gehen. Und insofern werden wir es einfach probieren. Bei Humphrey, oder? Gibt es noch jemanden, den ich übersehen habe, der sich jetzt anbieten würde? Karl will nicht mehr. Philibert ist uns zu alt. Berthold, den haben wir schon um den Finger gewickelt. Nee, tatsächlich ist Humphrey der Einzige hier. Dann versuchen wir es. Vielleicht können wir dort unsere Triebe ausleben, ohne unseren Leibwächter essen zu müssen. So, eine Fraktion wurde geschaffen. Ach, schaut mal, der Herzog Guglielmo, der Marschall war, der jetzt wegen uns rausgeflogen ist, der will eine Auflösungsfraktion. Das sind ja gleich schwere Geschütze. Okay, Leute, es ist geschehen. Während ich das Abendessen und einen vollen Becher Met genieße, habe ich plötzlich ein merkwürdiges Gefühl im Hals. Es dauert nicht lange, bis ich an meinem Hals kratze und versuche zu atmen, zu schreien oder überhaupt Luft durch meine geschwollene und blutende Kehle zu bekommen. Als mein Bewusstsein schwindet, sehe ich noch Blut und Haut unter meinen Nägeln. Ich werde das abwaschen müssen. Wie unziemlich. Okay. Sie ist gestorben. Sie ist gestorben.
rächt meinen Tod, meine Erben. Da bin ich mir nicht sicher, ob sie das tun. Bin ich mir nicht sicher, ob sie das tun werden. Aber Gräfin Heilwig ist von uns gegangen auf unrühmliche Art und Weise. Und wir sehen jetzt, wer sie getötet hatte. Das ist bekannt. Clemencia von Buchegg. Das ist doch die ehemalige. Das ist doch die Bürgermeisterin. Ich habe mir ihren Namen leider nicht richtig gemerkt. Das ist sie. Sie hat es tatsächlich durchgezogen. Oh mein Gott. Sie hätten. Und warum? Warum wir nennen uns? Weil sie bei dem Essen ihr Koriander ins Essen gemischt hat. Das war am Ende der Grund, der dann zu der konkreten Rivalität geführt hat und damit auch zu dieser Tat. Oh mein Gott. Boah, was für eine Persönlichkeit. Wahnsinnig beeindruckend. Wie lange hat sie regiert? 13 Jahre. Und sie wird sicher in Erinnerung bleiben. Sie hatte, also man muss sagen, wenn jemand Schuld trägt, na gut, also natürlich trägt sie auch Schuld und Verantwortung, aber ihre Kindheit, Jugend und frühe Erwachsenenzeit, die muss unfassbar schwierig gewesen sein. Mit ihrem Vater Graf Gerhard, vor allem, ja, vor allem dieser Zwang, nicht heiraten zu dürfen. Er hat ihr immer gesagt, am liebsten gehört sie in ein Kloster und so weiter. Dann dadurch diese hervorgerufene Heimlichtuerei und so weiter. Und damit ist, glaube ich, alles ausgelöst worden, diese Exzesse, die offenbar schon vor ihrer Regierungszeit einmal zumindest begonnen haben, dass sie irgendwie menschliches Fleisch gegessen hat. Und dann ist es erst richtig, wie soll ich sagen, hervorgekommen, hervorgetreten, dieser Trieb im Moment einer existenziellen Krise. Denn eigentlich hat sie tatsächlich sie war kurze Zeit auf dem Weg, glaube ich, ihr Glück zu finden. Ne? Wir erinnern uns, dass sie einen Seelenverwandten hatte. Und ja gut, um das zu erreichen, wollte sie dessen Frau umbringen. Okay, das sollte man nicht vergessen. Aber das ist gar nicht zur Tat gekommen, denn dieser Seelenverwandte ist dann gestorben und das hat ihr das Herz gebrochen. Und dann war sie sogar noch gnädig und hat diesen Mordauftrag gewissermaßen zurückgezogen. Und dann gab es im Gegenzug dazu von dieser Frau einen Mordanschlag auf sie. Und dann, in diesem Moment, als diese Frau in ihrem Gefängnis war, da brach es dann aus ihr heraus. Da erinnerte sie sich an die alte Leidenschaft und dann kam alles zusammen und sie ist dann erneut zur Kannibalin geworden und hat dann einen sehr, sehr befremdlichen, merkwürdigen Trieb ausgelebt. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbemerkt geblieben ist. Und ich glaube, die Bürgermeisterin von Straßburg, die hat das mitbekommen. Und deswegen hat sie ja auch das Essen nicht beim Festmahl angenommen. Und offenbar wollte die was Gutes für die Welt tun. Sie wollte Gräfin Heilwig aus dem Weg schaffen, heimlich, weil eine andere Möglichkeit hat sie nicht gesehen. Und das ist ihr am Ende gelungen, obwohl sie selbst gar nicht mehr in Straßburg war. Aber das schien ihr Lebensziel gewesen zu sein. Nun gut. Damit stirbt sie und es stellt sich die Frage, wer Gräfin Helene ist, wie sie tickt und tja, es stellt sich die Frage, ob sie in dieser Sache noch irgendwie agieren wird. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Gräfin Heilwig von Straßburg ruht nun nach 63 Jahren endlich in den Armen des Herrn. Sie wurde von Clemencia von Buchegg ermordet. Sie war bekannt für ihre ausgefeilten Strategien und verbrachte oft tagelang damit, Schlachtfelder zu bewerten. Naja, gut, das ist vermutlich auch der Grund, warum sie Marschall geworden ist. Wahrscheinlich agieren die Herrscher wirklich so nach dieser Pseudo-Ausbildung und besetzen einen dementsprechend. Finde ich ein bisschen schade, dass der reine Kompetenzwert da nicht eine Rolle spielt. Okay, Gräfin Helene besteigt den Thron. Helene ist eine bösartige Person und viele gehen davon aus, dass ihr Hof in Angst vor ihr leben wird. Das werden wir dann jetzt gleich erstmal sehen. Die Halbschwester ist es, ne? Okay, gut. Das gucken wir uns jetzt erstmal in Ruhe und genau an.
Also, wir haben Gräfin Helene. Auch sie ist eine Tochter von Gerhard, ne? Ihr erinnert euch. Und zwar natürlich nicht die Älteste, das war Heilwig, aber die Zweitälteste ist es. Okay. Und diesmal kennen wir auch die Mutter, das ist Ida selbst. Gut. Sie ist jetzt schon 53, Gesundheit ist in Ordnung. Okay. Verwandtschaftsverhältnisse ansonsten. Sie hat auch jemanden aus dem Hause Etichonen geheiratet, nämlich Herzog Heinrich von Thüringen, beziehungsweise das hat der Vater arrangiert. Der ist tatsächlich also Herzog des Herzogtums Thüringens. Na, wartet mal, das ist hier. Da habe ich eben falsch geguckt. Sie wiederum jetzt in eigener Macht Gräfin in Straßburg. Das heißt aber, dass sie die meiste Zeit ihres Lebens in Thüringen verbracht hat, aber jetzt diese Grafschaft übernimmt. Insofern kann man erstmal davon ausgehen, dass sie diese ganzen Verhältnisse der letzten Jahre in Straßburg selbst nur von Ferne relativ ungewiss mitbekommen hat. Und vielleicht, wenn sie jetzt kommt, gibt es Gerüchte, aber alles relativ unbestätigt, würde ich sagen. Insofern, glaube ich, was diese Ermordung betrifft, kann sie einfach aus Grundsatzsachen, dadurch, dass bekannt ist, wer der Mörder ist, kann sie das nicht einfach ignorieren, würde ich sagen. Ne? Wir müssen mal gucken, aber sie hat vermutlich gar keinen Zugriff auf diese Person. Aber wir sollten sie uns merken. Wie kommen wir nochmal dahin? Ja, Clemencia vom Buchegg, hier haben wir sie. Die werden wir mal anheften, vielleicht ergibt sich noch eine Möglichkeit. Schaut mal, ein Mordkomplott wäre tatsächlich möglich, aber naja, Mord ist immer so eine Sache, ne? Andererseits, so der Fehde-Gedanke, der ist noch da in dieser Zeit, also dass ein Unrecht mit einem anderen Unrecht vergolten werden kann. Müssen wir mal im Blick behalten. Gut, aber wie tickt sie jetzt? Also, sie ist ehrlich, sie ist sadistisch und sie ist demütig. Puh, okay, das ist eine interessante Kombination. Also, ich würde sagen, gerade diese Eigenschaften demütig und ehrlich, ehrlich ja auch eine Tugend der Katholiken, weisen darauf hin, dass sie schon relativ gottesfürchtig ist. Zwar nicht jetzt im Sinne einer religiösen Eiferin, aber schon, ja, doch eben gottesfürchtig. Sie lebt entsprechend. Allerdings hat auch sie eine Eigenschaft, die in dieser Hinsicht problematisch ist. Sie ist sadistisch. Das heißt, ja, sie mag es, wenn andere leiden. Ich könnte mir also vorstellen, dass sie gerade sozusagen, wenn sie sieht, dass andere nicht so gottesfürchtig sind, beziehungsweise nicht so demütig sind, ja, dass sie dann gerne andere quält für ein vermeintlich Gutes. So kann man es vielleicht deuten, diese Kombination. Man könnte natürlich jetzt wieder auf einen Geheimtrieb abstellen, dass sie das heimlich macht, aber so würde ich es jetzt nicht sehen. Sondern sie sieht sich als sehr ehrenhaft an eigentlich. Ne, gottesfürchtig und hält sich an die Normen und Regeln. Und wenn irgendjemand da nur wenige Grenzen überschreitet, dann ist sie sofort eine sehr, sehr grausame Person. So stelle ich mir das jetzt vor. Das wäre so meine Charakteridee von ihr. Okay, gut. Das dazu. Sie ist unheimlich belesen. Okay, das ist ganz interessant. Der Rest ist so eher Durchschnitt. Sie gilt sogar als Gelehrte. Ah, spannend. So, was ist das für ein Anspruch hier? Grafschaft von Forest, das ist irgendwie aus der Verwandtschaft kommend. Liegt in Frankreich, ist also fern jeglicher Möglichkeiten für sie, das zu erreichen. Gut, wir schauen uns weiter um, weil das letzte Mal so relevant war. Nee, wir gucken erstmal kurz in ihre Erinnerung. Ich sag gleich schon mal, dass wir jetzt wahrscheinlich kaum spielen werden, weil wir uns einfach mit dem Charakter ausführlich befassen müssen. So, das sind Freundschaften. Ottbert, Mathilda, beide schon tot. Das ist hier die Hochzeit gewesen. 1090, ist jetzt auch schon fast 40 Jahre her. Amalrich, das ist dann der nächste Erbe. Okay, Großmutter gestorben, Ottbert gestorben. Sie hat dann noch drei weitere Kinder bekommen.
Oh, warte mal, das ist interessant. Sie liebt ihren Mann also wirklich. Das ist nicht nur, oder es war vielleicht mal eine Zweckehe, aber jetzt ist es eine richtige Liebe geworden. Herzog Heinrich von Thüringen, deswegen schauen wir uns ihn kurz an. Er ist treuherzig, zornig und großzügig. Und er hat Krebs. Bei schlechter Gesundheit. Und wenn er stirbt, heißt das, dass Amalrich dann schon erbt. Ja, genau. Aber sie noch Gräfin ist. Und er wird dann später von ihr die Grafschaft erben. Okay, das ist eine interessante Konstellation. Gut, also sie liebt ihn. Okay. So, Vater Gerhard ist gestorben, ist klar. Ida, die Enkelin Helene ist ertrunken. Okay. Heilwig wurde ermordet, sie wurde Herrscherin. Das dazu. Dann gucken wir uns mal an, gibt es hier etwas Interessantes? Nein. Druckmittel und Geheimnisse auch nichts. Okay. Also in der Hinsicht völlig unbeschriebenes Blatt. Gut. Ja, ich denke, sie hat jetzt keine großen politischen Ambitionen. Sie will einfach jetzt nur diese Grafschaft zum Wohle ihrer Dynastie und vor allem ihres Erben hier regieren. Sie wird engen Kontakt natürlich mit ihrem Mann halten, mit dem ist sie logischerweise auch verbündet und insofern eher ihm auch folgen, wenn er irgendwelche politischen Entscheidungen trifft. Er hat eine Entscheidung getroffen, er war auf der Seite des falschen lothringischen Königs. Er hat in diesem Krieg mitgekämpft, den der lothringische König verloren hat. Das ist ja hier der Neue, ne? Eckehard, der Bruder war es, glaube ich, vorher, aber das ist immer noch Herzog. Ja, okay. Gut, so viel dazu. Jetzt gucken wir uns noch mal die Kinder an. Amalrich. Amalrich selbst ist landlos am. Oh, das ist ja merkwürdig. Landlos irgendwo da, weil seine Frau. Warte mal, Graf. Weil seine Frau. Oh. Okay, seine Frau ist Richenza von Krems und die ist dort Gräfin. Das ist ja nochmal sehr interessant. Und die beiden haben auch schon einen Sohn. Warte mal, sie ist unersättlich, arrogant und ehrlich. Und die beiden haben einen Sohn, der wiederum Albino ist. Hä? Was geht denn hier ab? Wie kommt das? Ist sie möglicherweise fremdgegangen? Oder ist das einfach nur ein genetischer Defekt, der einfach so passieren kann. Ja, sieht ganz so aus. Okay, das ist natürlich verrückt. Faszinierend. Okay, also tatsächlich würde dann er sogar hier diese Grafschaft noch miterben. Naja, gut, so weit sind wir noch nicht. Wir kehren mal zurück. So, das ist der erste Sohn. Dann haben wir eine Tochter, das ist Herzogin Ida von Luxemburg. Genau, das ist die, die mit Balduin von Luxemburg verheiratet ist. Die ist richtig aufgestiegen. Schaut mal, wie stolz und schön sie aussieht. Die war mal Königin. Jetzt ist sie nur noch Herzogin. Dann haben wir Baldarich, einer unserer Söhne. Der ist gefangen genommen beim neuen König von Lothringen, weil er dort mitgekämpft hat. Also gegen diesen. Ist die Frage, können wir ihn freikaufen? Hier ist das nicht möglich. Können wir uns hier melden? Nee, können wir leider nicht, so wie es aussieht. Das müsste offenbar jemand anders machen. Vielleicht Herzog Heinrich. Okay, schade drum. Und dann haben wir noch Heilwig, die mit dem Grafen von Padua verheiratet ist. Okay, die Ehe hat sie dann offenbar so arrangiert. Interessant. Nun gut, das sind die Familienverhältnisse. Das war schon wichtig. Haben wir doch irgendwelche Beziehungen? Ja, wir lieben unseren Mann und wir haben Helene, unsere Enkelin, als Mündel. Okay, dann soll das so sein. Anselm ist nach wie vor hier Bürgermeister. Gut, jetzt lernt sie natürlich jetzt erstmal alle Hofleute kennen. Wir werden den Rat möglicherweise neu besetzen. Philibert, da schaut mal, der mag uns schon lieber. Ich denke, das ist durchaus ein nachvollziehbarer Schritt, wenn sie versucht, sich mit dem Suffraganbischof gut zu stellen. Denn wir wissen, sie ist demütig und relativ gottesfürchtig. Wir brauchen aber einen Ratskanzler. Boson, wer ist das denn? Der ist vielleicht mitgekommen. Den kennen wir noch gar nicht. Oder war der schon immer da? Ist,
Kommt mir jetzt unbekannt vor. Vielleicht hat er vorher eine andere Rüstung oder sowas. Ja, der wird dann eben Ratskanzler, ist der Beste hier. So, dann haben wir Karl von Ottokar, der bleibt es. Philibert, ja, ist so eine Sache, ne? Ermordet ist die Halbschwester. Wir haben den Bürgermeister, Anselm, ja. Wir vertrauen hier erstmal dem Bürgermeister, würde ich sagen. Weisen wir zu. Okay, und dann haben wir den Ratskämmerer Humphrey. Gibt es irgendeinen, der talentierter ist? Ach, Berthold. Der ehemalige Leibwächter, der immer noch Leibwächter ist, aber ich denke, sie braucht keinen. Das ist ein Luxus, den sie sich nicht gönnt. Der wird dafür Ratskämmerer, aber sollte nicht mehr Leibwächter sein. Ja. Okay, das ist natürlich puh, mit hohem Prestige verbunden. Kann das sein, weil er erst so kurz im Amt ist? Oder ist das grundsätzlich so? Bin ich mir nicht sicher. Wie ist denn das hier mit der Antik? Oh nee, das ist tatsächlich grundsätzlich so. Ist das neu? War doch früher nicht so. Aber gut, ich denke trotzdem, dass sie das tun wird. Damit lebt sie jetzt. Und wir müssen uns dann mit dem vielleicht noch ein bisschen anfreunden und ihm sagen: Ja, komm, aber du bist Ratskämmerer geworden. Das ist doch auch eine schöne Sache. Soweit erstmal die Ratsbesetzung. Okay. Dann gucken wir uns mal ihren Lebenswandel an. Sie ist hochgebildet. Ich denke, sie wird sich damit auch weiter befassen. Und ja, sie ist hier komplett Gelehrte. Theologie ist vielleicht auch ganz interessant. Im Moment hat sie anatomische Studien betrieben, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt da diesen Weg so weitergehen muss und will. Ja, kommt. Ich habe das ja schon sehr theologisch jetzt ausgelegt, so ihre Haltung. Ich würde sagen, sie beschäftigt sich mit Buchwissen, warum nicht auch mit religiösem Buchwissen? Das liegt schon relativ nah. Oder vielleicht machen wir mal eine Kombination. Wir machen einerseits Schwerpunkt auf Gelehrsamkeit, gehen aber andererseits hier den Weg, wenn wir dann den Punkt frei haben. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache. So, dann werden wir auf jeden Fall dem Kaiser huldigen. Das versteht sich von selbst, würde ich sagen. Gut, wir werden in den Saal geleitet. Mein Fürst sitzt auf dem Thron. Und ich knie zu den Füßen. Ist alles gut gelaufen. Heil sei euch, Kaiser. Sehr schön. Die Huldigung ist geendet. Erfolgreich. Die Wahlen interessieren uns nicht. Kriegserklärung interessiert uns auch nicht. Die Billigung werden wir wohl hoffentlich bald bekommen. Ja, und damit sind erstmal die ersten Entscheidungen getroffen, wie mir scheint. Dann würde ich sagen, ja, wir lassen noch mal ein paar Tage, ein paar Wochen laufen, gucken, ob hier noch etwas Interessantes passiert. Was könnte sie denn mit dem Kaiser besprechen? Ratsposten, aber das finde ich unangemessen. Sie hat da keinerlei Ambitionen. Das werden wir nicht tun. Einnahmen sind allerdings bei ihr anständig, muss man sagen. Die sind sogar besser als bei ihrer Halbschwester. Okay, gut. Hier ist ansonsten alles soweit solide. Immerhin gibt es jetzt einen Verbündeten, ne? Ihren Mann. Und der hat immerhin auch, ja, doch ein paar mehr Truppen. Im Moment werden die noch wieder aufgebaut. Aber im Falle eines Falles ist Straßburg nicht ganz wehrlos. Das ist doch auch was Schönes. Gut, der Januar vergeht, der Februar auch fast, ohne dass Besonderes geschieht. Insofern haben wir erstmal die ersten Entscheidungen getroffen. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.